Das TikTok-Logo ist nicht nur ein Musiksymbol, es ist auch der Buchstabe D. Als es 2016 entworfen wurde, hatte die App noch einen anderen Namen, nämlich Douyin. Das Logo hat sich seither nicht wirklich verändert, es wurde nur minimal überarbeitet. Es wurde von einem nicht genannten Designer entworfen, der sich von einem Konzertbesuch inspirieren ließ. Heute ist es eines der markantesten Logos und die App verzeichnet mehr als 1,1 Milliarden monatliche User. Auch wenn das Logo keinerlei Verbindung zu dem Namen TikTok hat. Wir alle kennen die kultige Starbucks-Meerjungfrau. Aber auch sie birgt ein Geheimnis. Als die Kreativabteilung von Starbucks das Logo designte, war sie unglaublich hübsch. Und zwar so sehr, dass es fast schon gruselig war. Sie sah nicht menschlich aus und wirkte eher wie ein Roboter oder eine Außerirdische, die so tut, als wäre sie eine von uns. Das Team stellte fest, dass die perfekte Symmetrie ihres Gesichtes daran schuld war. Sieh dir daher ihr Gesicht einmal genauer an. Siehst du, dass auf der rechten Seite mehr Schatten ist und ihre Nase auf dieser Seite ein klein wenig tiefer reicht? Man gestaltete sie asymmetrisch, damit sie ansprechender und freundlicher wirkt. Im Gegensatz zu anderen Marken hat die Sportmarke Adidas gleich 4 Logos. Da hätten wir die unverkennbaren 3 Streifen und 3 weitere Designs mit versteckten Botschaften. Die Blätter des Kleeblatt-Designs repräsentieren die 3 Teile der Welt, in denen man Adidas-Produkte kaufen kann. Das sind Nordamerika, Europa und Asien. Die 3 schrägen Streifen erinnern an einen Berg. Sie sollen die Botschaft, Herausforderungen zu überwinden und beharrliche Ziele zu verfolgen, vermitteln. Und das runde Logo repräsentiert einen Globus und symbolisiert, wie schnell sich die Marke auf Veränderungen einstellen kann. Jedes Logo wird für eine andere Bekleidungslinie verwendet. Die 3 Streifen erscheinen auf allen Produkten. Das Kleeblatt steht für legere Kleidung und Schuhe. Der Berg kennzeichnet Bekleidung für Profisportler und der Globus kommt bei Gemeinschaftsprojekten mit berühmten Designern zum Einsatz. Das Logo von Adidas Rivale Nike birgt ebenfalls ein Geheimnis. Nike ist nach der griechischen Siegesgöttin benannt und der Schwung des Markenlogos repräsentiert ihre Flügel. Dieses kleine Detail im Little Caesars Logo ist kaum zu übersehen. Sieh dir die Toga an. Die Linien am unteren Rand sind kein willkürliches Muster. Es sind die Buchstaben L und C. Verstehst du? Little Caesars. Das Design wurde 2017 geändert, um die Buchstaben zu integrieren. Denn bis dahin zierte ein klassisches römisches Muster den Rand. Unilever ist die Mutter vieler Marken wie Lipton, Dove und jedermanns Lieblingseis Magnum. Das Logo ist ein großes blaues U. Aber sieh genauer hin. Es besteht aus vielen winzigen Symbolen. Jedes einzelne repräsentiert einen einzigartigen Aspekt des Unternehmens, sowie die Liebe des Unternehmens zur Nachhaltigkeit. Diese Lippen zum Beispiel symbolisieren Kommunikation und Transparenz. Die Taube steht für Freiheit und die kleine Chilischote steht für die frischen Zutaten in Unilever-Produkten. Insgesamt gibt es 24 Mini-Bilder. Findest du sie alle? Staples änderte 2019 sein Logo. Aber das Alte wird stets Kult bleiben. Dabei habe ich erst jetzt kapiert, dass das L in dem alten Staples-Logo eine aufgebogene Heftklammer ist. Dieses Logo war über 25 Jahre im Einsatz. Das ursprüngliche Netflix-Logo war eine altmodische Filmrolle, die die Wörter Net und Flix trennte. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist tatsächlich älter als Google. Alles begann als DVD-Verleih und entwickelte sich zu dem heutigen Streaming-Dienst. Mit all den tollen technologischen Entwicklungen im Laufe der Zeit änderte sich auch das Logo mehrfach. Und auch wenn das aktuelle Netflix-Logo komplett anders aussieht, enthält es eine Hommage an das Original von 1997. Es sieht fast wie ein einfaches rotes N aus. Aber sieh genau hin. Die beiden Außenlinien sind etwas dunkler als die Mitte. Damit sieht es wie ein altmodischer Film aus, wie eben das alte Logo auch. Die berühmte Chipsmarke Tostitos verbirgt ein winziges Bild in seinem Markennamen. Die beiden T's und das I sind 2 Personen an einem Tisch, die Chips in eine leckere Salsa dippen. Das alte Logo des Baseballteams Milwaukee Brewers mag nur wie ein Baseball aussehen. Aber aufgepasst! Sieh genauer hin! Das ganze Logo besteht aus einem M und einem B.
Wendy's will mit seinem Logo das Gefühl von hausgemachtem Essen vermitteln, um freundlicher und ansprechender zu wirken. Aber hier geht die Sache mit der versteckten Botschaft noch einen Schritt weiter. Sieh dir Wendy's Kragen an. Es schreibt das Wort Mom, Mama. Das Versace-Logo ist ein Medusenhaupt. Der Gründer Gianni Versace ließ sich von dem Charakter der griechischen Mythologie inspirieren. Jeder, der sie ansah, erstarrte zu Stein. Versace wollte, dass seine Mode denselben Effekt wie Medusas Blick hatte. Die Kleidung sollte so schön und atemberaubend sein, dass alle Menschen innehalten. Als wären sie zu Stein erstarrt. 1913 entworfen, gehört das Logo der Olympischen Spiele zu den berühmtesten Logos der Sportwelt. In den frühen 1900ern unterschied man nur 5 Kontinente: Europa, Asien, Afrika, Ozeanien und Amerika. Jeder Ring präsentierte einen. Ab 1950 unterteilte man Amerika in 2 Kontinente. Außerdem kam die Antarktis als 7. Kontinent hinzu. Aber die Olympischen Spiele entschieden sich dafür, bei den 5 Ringen zu bleiben. Die Ringe in den Farben Blau, Gelb, Schwarz, Grün und Rot in Kombination mit dem weißen Hintergrund repräsentieren alle Farben der Flaggen der damaligen Länder. Die Jeansmarke Levi's wurde 1873 gegründet und war bis 1923 als die Zwei-Pferde-Marke bekannt. Auf jeder Jeans prangte ein Bild von 2 Pferden, die versuchen, eine Hose zu zerreißen. Der Gedanke war, dass in den 1880ern und 1890ern die meisten Kunden von Levi's Analphabeten waren und weder lesen noch schreiben konnten. Aber Levi's wollte, dass jeder wusste, wie robust die Hosen waren. Also demonstrierten sie all jenen, die nicht lesen konnten, mit einem Bild, wie gut Levi's Hosen waren. Das Wikipedia-Logo sieht absichtlich unvollständig aus. Es repräsentiert die unvollständige Natur des Wikipedia-Projekts im Ganzen. Es gibt immer noch weitere Seiten hinzuzufügen und jeden Tag tauchen neue Informationen auf. Die Bilder auf den einzelnen Puzzleteilen sind der erste Buchstabe des Wortes Wikipedia in verschiedenen Sprachen. Die Pfeile im Subway-Logo dienen sogar einem Zweck. Sie weisen zum Eingang und Ausgang des Geschäfts. Die Pfeile kreieren auch das Gefühl von Geschwindigkeit. Denn darum geht es ja bei Subway. Ein schnelles Essen. Im FedEx-Logo verbirgt sich eine optische Täuschung. Lupe raus und aufgemerkt. Zwischen dem E und dem X erscheint ein Pfeil. Den Pfeil gibt es seit 2000. Er steht für Geschwindigkeit, Genauigkeit und Beharrlichkeit beim Erreichen von Zielen. Der versteckte Pfau im NBC-Logo hat gleich mehrere Bedeutungen. Als das Logo entworfen wurde, war Farbfernsehen noch Neuland. Der Sender wollte Menschen ermutigen, vom Schwarz-Weiß-Fernsehen zum Farbfernsehen zu wechseln und integrierte daher das bunte Pfauenrad. Als Inspiration diente die Redewendung »Stolz wie ein Pfau« und sollte NBCs Stolz auf das neue Farbsystem symbolisieren. Die 6 Farben der Pfauenfedern repräsentieren die 6 verschiedenen Abteilungen des Senders. Die Tour de France ist das berühmteste Radrennen der Welt und das Logo birgt gleich 2 Geheimnisse. Zunächst enthält es einen Radfahrer. Er wird aus den Buchstaben R und U gebildet. Er radelt auf einem Fahrrad, das auf dem Buchstaben O basiert. Der Kreis des Vorderrads ist gelb, wie das Trikot, das der Sieger des Rennens erhält.